Trier an der Mosel liegt heute ganz am westlichen Rand der Bundesrepublik. Römische Ruinen, hier die Kaiserthermen, zeugen von einer langen Geschichte. Und von Zeiten, als die Stadt ganz im Mittelpunkt stand. Trier, die älteste Stadt Deutschlands, behaupten zumindest die Trierer. Darüber kann man diskutieren. Aber worüber man nicht diskutieren kann, Trier war eine Zeit lang zumindest eine der mächtigsten Städte des Römischen Kaiserreiches. Warum? Weil hier in Trier römische Kaiser residierten. Römische Kaiser auf heutigem deutschen Grund. Und einhergehend damit war Trier damals eine sehr mächtige Stadt, eine wohlhabende Stadt und auch eine bevölkerungsreiche Stadt. Hier lebten mehr als 100.000 Einwohner. Und dieses Flair der damaligen Weltstadt Trier, auch diesen Wohlstand, den kann man heute noch entdecken an einigen Orten. Wie hier zum Beispiel hinter mir die Konstantinbasilika. Dieses Gebäude war damals das größte überdachte Hallengebäude nördlich der Alpen. Was uns heute aber vor allem interessiert, ist weniger das, was man über der Erde sieht, sondern das, was da drunter passiert. Wir gehen unter die Erde. Geführt von Lukas Clemens. Er kennt die Stadtgeschichte wie kaum ein Zweiter. In den Katakomben von St. Maximin befindet sich die größte erhaltene Begräbnisstätte der römischen Christen in Trier. In zwei Lagen sind hier bis zu 1000 Sarkophage bestattet worden. Hier hat nachweislich die Elite, die im Windschatten der Kaiserresidenz Triers innerhalb der Christengemeinde boomte, ihre Bestattung gefunden. Sie bezeichnen sich als Patres. Was die Historiker besonders interessiert, sind die Inschriften auf den Grablegen. Diese geben den Forschern um Lukas Clemens wichtige Auskünfte über die Sozialstruktur in der Römerstadt. Die frühchristlichen Grabinschriften Triers sind ein ganz besonderer Schatz, eine unglaubliche Quelle für die Zeit des 4., 5., frühen 6. Jahrhunderts. Das kann man mit Zahlen sehr schön belegen. Aus Trier kennen wir etwa 1300 Inschriften. Wenn man nach Köln schaut, wenn man nach Mainz schaut, das sind ja nun auch bedeutende Städte der Spätantike gewesen, da sind die Zahlen sehr, sehr viel geringer. Man kann von 50, 60 Inschriften ausgehen. In Rom gibt es 40.000 und mehr. Das ist natürlich eine unerreichbare Zahl, möchte man sagen. Aber das zeigt jetzt auch nur so kurz angerissen, dass Trier im Westen des Reiches, unmittelbar nach Rom, die meisten vorchristlichen Grabinschriften zur Verfügung stellen kann. Das heißt, wir können über die Christengemeinde dieser frühen Zeit einfach aus den Inschriftentexten eine ganze Menge lernen. Dass es in dieser römischen Weltstadt Trier damals vor 2000 Jahren unterschiedlich reiche, arme Bevölkerungsschichten gab, das leuchtet ein. Lukas Clemens hat aber mit seinem Team auch noch ganz andere Sachen herausgefunden, indem sie sich nicht nur die Grabinschriften angeschaut haben, sondern auch die Grabinhalte, die sie in den Katakomben gefunden haben. Da gab es zum Beispiel Stoffreste. Die konnten ihnen etwas sagen über die Kleidung, über die Mode, die es damals gab. Und sie sind Fragen nachgegangen wie haben die Menschen damals gelebt, was haben sie gegessen, welche Krankheiten hatten sie oder woran sind sie gestorben? Die Textilrestauratorin Nicole Reifahrt und der Konservator Stefan Schuh untersuchen einen spannenden Sarkophagbefund mit einem elektronischen Mikroskop. Mit dem Spezialinstrument werden mehrere Lagen von Textilien, darunter Seidenstoffe, sichtbar. Das spricht für den Luxus, den sich einige Trierer Römer anscheinend leisten konnten. Unter dem Skelett entdecken sie dann Hobelspäne. Etwas ungewöhnlich in einem offensichtlich hochherrschaftlichen Grab. Des Rätsels Lösung, die Späne dienten als Saugmaterial beim Verwesungsprozess. Auch die sterblichen Überreste werden systematisch untersucht. Neben Alter und Geschlecht lassen sich Lebensumstände, Krankheiten und Todesursachen ermitteln. Also wir haben hier ein mutmaßlich römisches Kind, also aus der römischen Belegungsphase in St. Maximin. Und es handelt sich um ein Kind in diesem Fall aus einem Erdgrab. Das lag also nicht in einem Sarkophag. So ein sogenanntes Geburtstrauma vorliegen, wo es halt zu Blutungen kam. Möglicherweise kam es auch zu Entzündungen, zu möglicherweise eben auch einer Meningitis.
Und daran ist dann letztendlich wahrscheinlich das Kind gestorben. Weitere Erkenntnisse liefert die Textilanalyse im Labor, bei der die geborgenen Fragmente der kostbaren Gewänder identifiziert werden. Mit feinsten Goldfäden gewirkte Stoffe und immer wieder Purpur. Der Purpur, wenn es denn echter Purpur ist, dann wird der aus den Purpurschnecken gewonnen, die halt vor allem im Mittelmeerraum verbreitet waren. Und die Purpurschnecke hat eine kleine Drüse, aus der dann dieser Farbstoff gewonnen wird. Und eine Purpurschnecke gibt halt extrem wenig Farbstoff ab und deshalb war eben dieser Farbstoff so extrem kostbar und wertvoll. Das Besondere ist aber auch, sind auch seine Eigenschaften. Also er ist sehr lichtbeständig und er war halt auch waschbeständig, was halt auf keine von allen anderen Pflanzenfarbstoffen zutraf, die man im Textilgewerbe benutzt hat. Und deshalb war er halt auch so beliebt. Und weil dieser Färbeprozess so extrem aufwendig und langwierig war, war der Purpur dann eben auch so teuer und wurde dann natürlich besonders von den Eliten genutzt. Die Untersuchungen der frühchristlichen Begräbnisse unter St. Maximin haben vielfältige Erkenntnisse zutage gefördert. Und sie werden sicher noch manch spannende Befunde liefern. Lassen wir die Porta Nigra hinter uns, dieses weltberühmte Wahrzeichen des römischen Trier, und verlassen wir damit auch die römische Zeitepoche. Diese Stadt hat ja noch ganz andere Zeiten erlebt. Wenn wir uns zum Beispiel weiter bewegen Richtung Hauptmarkt, dann rücken unweigerlich die Gebäude aus dem Mittelalter ins Blickfeld. Und auch das Mittelalter wurde von den Wissenschaftlern der Universität Trier genauestens untersucht. Auch in den Straßen des mittelalterlichen Triers ist Lukas Clemens quasi zu Hause. In dem Projekt Stadt in der Krise untersucht er mit seinen Mitarbeitern die Umbrüche und Krisen in der Stadt im Zeitraum von 1347 bis 1405. Das klösterliche Leben, aber auch die Bau- und Umbaumaßnahmen der Mönche von damals erforscht der Historiker immer wieder vor Ort. 1347 bis 1405 waren die Trierer Klöster wichtige Akteure im Wirtschaftskreislauf. Sie hatten großen Grund- und Immobilienbesitz und betrieben lukrative Geschäfte. Warum die Forscher exakt diese Zeitspanne untersuchen, liegt an diesem Buch. Das Trierer Zinsregister. Die heute in Bonn aufbewahrte Handschrift vermerkt penibel alle Kauf-, Verkaufs-, Hypotheken- und Zinsgeschäfte in der Stadt von, und jetzt kommt's, 1347 bis 1405. Der Fund des Zinsregisters war ein Glücksfall für die Historiker. Sie ist eine Quelle von größter Wichtigkeit für die Familien-, Personen-, Kultur- und Wirtschaftsgeschichte Triers im Mittelalter. Sie erzählt, was hinter diesen Fassaden vor sich ging, wer die Häuser kaufte oder Hypotheken darauf aufnahm oder zu welchem Preis verkaufen musste. Ein Mikrokosmos wird lebendig. Dieses Zinsbuch ist für die Forscher ein unglaublicher Schatz. Daraus haben sie so viel erfahren über das Leben der Menschen damals im Mittelalter hier in Trier. Übrigens auch über die Menschen, die in diesen engen Gassen gelebt haben. Ich befinde mich im mittelalterlichen Judenviertel. Hier lebten die jüdischen Familien zwischen dem 12. und 15. Jahrhundert. Lukas Clemens weiß auch, wo die Juden damals ihre Verstorbenen bestattet haben. Wieder ist er auf der Vorortrecherche. Erkundet die Jüdemer Straße. Diese Straßenbezeichnung verweist auf den mittelalterlichen Judenfriedhof der Stadt. Sie kommt von der lateinischen Kennzeichnung Murus Judeorum, was so viel wie Judenmauer meint, und die Einfriedung dieses Friedhofes bezeichnet. Wir finden in der schriftlichen Überlieferung mehrere Zeugnisse seit dem 13. Jahrhundert, die uns diese Mauer so benennen. Der älteste Teil dieses Judenfriedhofs, der bis in das 11. Jahrhundert zurückreicht, befindet sich unter der heutigen St. Antonius Pfarrkirche, die in den 50er Jahren des 15. Jahrhunderts errichtet worden ist. Und zwar an der Stelle einer neuen Kapelle, einer Nova Capella,
wie sie uns in den spätmittelalterlichen Quellen begegnet. Bislang hatten wir angenommen, dass diese Kapelle in den 1420er Jahren auf dem ältesten Teil des jüdischen Friedhofs errichtet worden ist. Aufgrund neuerer Funde in unserem Zins- und Hypothekenregister können wir nun die Errichtung dieser Nova Capella rund 40 Jahre vordatieren. Auch dies eine wesentliche und wichtige Erkenntnis für die Trierer Stadtgeschichte. An den Grabsteinen vom ehemaligen Judenfriedhof lässt sich ein trauriges Kapitel Stadtgeschichte ablesen. Viele wurden zerschlagen und als Mauersteine benutzt. Oder, wie dieser hier, sogar zu einem christlichen Kreuz umgeformt. Die Spolien zeugen von der Verfolgung und Ermordung vieler Juden im Zuge der Pestpogrome des Jahres 1349. Ein dramatischer Einschnitt in der Geschichte Triers. Doch das Zinsregister beleuchtet auch ganz andere Aspekte des Lebens damals in Trier. Lukas Clemens hat über den Weinanbau im Mittelalter hier in Trier interessante Geschichten herausgefunden. Das 2000-jährige Trier bezeichnet sich selbst stolz als Römer- und Weinstadt. Und gewiss brachten die Römer die ersten Reben mit an die Mosel. Doch wie weit reicht der Weinbau als wichtiger Wirtschaftszweig nun wirklich zurück? Die Weinwirtschaft stellt während des Mittelalters für viele Jahrhunderte den bedeutendsten Wirtschaftszweig der Moselstadt dar. Wir wissen heute, dass Wein an den Hängen zur Trierer Talweite kontinuierlich seit der Antike gewachsen ist. Aber gerade auch im hohen Mittelalter bekommt die Weinwirtschaft eine herausragende Bedeutung. Hier wurde exportorientiert Weinproduktion betrieben. Und vor allem über das spätere Weinhaus der Hanse, über Köln, wurden die Trierer Erzeugnisse im 12. und 13. Jahrhundert bis nach Skandinavien und bis auf die britischen Inseln verhandelt. Wir haben gerade seit dem Spätmittelalter dann eben auch Berufe bezeugt hier in Trier, die darauf verweisen, dass man nun angesichts dieser schlechten klimatischen Rahmenbedingungen anfängt, in der Kellerwirtschaft zu experimentieren und zu probieren. Wir haben zum Beispiel schon sehr früh den Beruf des Schwefelers auch im Trierer Zinsregister in den späten 40er Jahren des 14. Jahrhunderts überliefert. Der Schwefeler, der einmal dafür sorgte, dass die Fässer ausgebrannt wurden, also desinfiziert wurden mit Schwefel, der aber auch dafür sorgte, dass ein kontrolliertes Stoppen der Gärung mittels Schwefel stattfand. Und das war eine der großen Innovationen in der Weinwirtschaft. Die Trier Wohlstand brachte. Den Reichtum kann man in der Liebfrauenkirche exemplarisch bestaunen oder am benachbarten Dom, der ältesten Bischofskirche Deutschlands. Wir haben viel erfahren über die einst mächtigste Stadt Mitteleuropas, über Trier. Aus der Zeit des römischen Imperiums, als damals die römischen Kaiser hier residierten. Wie ging es der Bevölkerung? Wie waren sie arm? Waren sie reich? Wie haben sie gelebt? Woran sind sie gestorben? Wir haben viel über das Mittelalter erfahren, auch darüber, wie damals die Häuser hier verschachert wurden, wie sie von Hand zu Hand gingen. Und natürlich auch über den Weinbau, der noch heute hier den Tourismus und die Stadt und die gesamte Moselregion prägt. Und woher wissen wir das? Weil es Wissenschaftler gibt an der Uni Trier, die diese alten Geschichten ausgegraben haben, im wahrsten Sinne des Wortes.